Das eine ist die Abwehr von Terrorismus. Doch wo und wie entsteht er? Was sind zum Beispiel die entscheidenden Faktoren, die dazu führen, dass bestimmte Menschen sogar zu Selbstmordattentätern werden? Gibt es vielleicht soziologische Gesetze, die das bestimmen? Der Bremer Ökonom und Sozialwissenschaftler Gunnar Heinzson hat dazu eine interessante und provokante These aufgestellt. Sie sind zwischen 15 und 25 und viel zu viele, ohne Aufstiegschancen. Sie sind der sogenannte Youth Bulge, der Jugendüberschuss, Freiwild für Demagogen. Perspektivlose junge Männer sollen die Quelle von Terror und Gewalt sein. Ihn faszinieren diese Thesen von Gunnar Heinzson. Als Demograf ist er Zahlenmensch. Doch Statistiken und Terrorforschung, geht das zusammen? Mich hat gestört, dass Gunnar Heinzson seine These nicht wirklich mit empirischen Daten belegen kann. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Tabellen und Grafiken im Buch, aber die gehen auf das eigentliche Argument nicht wirklich ein und können es nicht belegen. Er möchte die Thesen von Heinzson überprüfen. Aber lassen sich Hoffnungslosigkeit, Aggression, Gewalt und Terror wissenschaftlich exakt greifen? Kann Hass überhaupt berechnet werden? Er sucht nach aussagekräftigen Daten, sammelt für einen Zeitraum von 50 Jahren Bevölkerungsstatistiken, wirtschaftliche Kenngrößen und die Anzahl der gewaltsamen Konflikte. Extrahiert aus Zahlenwüsten greifbare Fakten zur Aggressionsbereitschaft von Gesellschaften. Nach Monaten das überraschende Ergebnis. Heinzson hat recht. Jugendüberschuss führt zu Gewalt. Aber seine viel genaueren Daten zeigen auch, es ist viel komplizierter. Bei extremem Jugendüberschuss geht die Gewalt sogar wieder zurück. Das hat Heinzson übersehen. Eine mögliche Ursache ist AIDS. Die makabre Erkenntnis, wo viele Erwachsene sterben, entsteht wieder Platz für die Jugend. Doch der Demograf kann das Gewaltpotenzial von Ländern auch weit über das heutige Datum hinaus voraussagen. Gunnar Heinzson meinte ja, die Welt würde immer gefährlicher werden, weil immer mehr Länder so extreme Jugendanteile aufbauen. Da zeigt aber ein Blick in die Bevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir gegenwärtig schon einen Höhepunkt dieser Entwicklung haben und in der Zukunft die Anzahl der Länder mit so extremen Jugendanteilen abnehmen wird. Das heißt, aus demografischer Sicht wird die Welt in Zukunft eher friedlicher werden. Aber erst in Jahrzehnten. Bis dahin nutzen Demagogen jeden Jugendüberschuss aus. Für viele junge Männer ist schon der Status eines zukünftigen Märtyrers ein sozialer Aufstieg. Der Überschuss junger Männer als Erklärungsversuch für den Terrorismus, eine interessante These. Und wenn man sich die Weltkarte anschaut, dann deckt sie sich mit vielen Konfliktgebieten, die man kennt.